Die Rednerin ist von den Grünen, Gabriele Moser. Sehr geehrter Herr Präsident des Rechnungshofes, wir haben uns ja ausführlichst im Untersuchungsausschuss mit der Vergabepraxis des Bundesministeriums für Inneres beim Behördenfunk beschäftigt. Und es sind ja nach wie vor strafrechtliche Untersuchungen im Gang. Das Verfahren ist noch immer nicht abgeschlossen. Es besteht ja der begründete Verdacht, dass es Schmiergeldzahlungen gegeben hat, Motorola, Alcatel. Es hat ja einen Anbieterwechsel gegeben, zuerst Adonis, dann Tetron. Dieser Wechsel ist höchst dubios vor sich gegangen und wie gesagt, es gibt die Ermittlungen, die noch immer am Werke sind, obwohl die Vorfälle jetzt, ich glaube, schon mehr als 10 Jahre zurückliegen, ich glaube sogar schon 11 Jahre. Sie sehen, die Kontrollarbeit im Parlament ist äußerst mühsam, die Kontrollarbeit durch den Rechnungshof ist relativ zeitgerecht mit einem ersten Bericht über Adonis erfolgt, wo bereits die zentralen Kritikpunkte, die der zweite Rechnungshofbericht, der heute Gegenstand der Debatte ist, noch einmal bereits geäußert worden sind. Die zentralen Kritikpunkte liegen ja darin, dass sich ein Ministerium, in dem Fall das Innenministerium, entschließt, für die Polizei, für die Rettungseinheiten eine neue Funkmöglichkeit zu schaffen, nachdem ja das Handy nicht so sicher ist und bei Katastrophenfällen vielleicht nicht funktioniert, außerdem leichter abgehört werden kann und so weiter. Ne? Ist ja durchaus ein hehrer Vorsatz. Nur die verschiedenen Rettungsorganisationen, die verschiedenen Polizeidienststellen sind ja größtenteils in den Bundesländern und an sich wäre es notwendig, gleich mit den Bundesländern Kontakt aufzunehmen und einmal zu fragen, ja, wie stellt ihr euch das vor? Seid ihr interessiert daran? Nehmt ihr teil an diesem Projekt Behördenfunk? Wie schaut es aus mit den Kosten? Weil ja die Bundesländerorganisationen größtenteils betroffen sind, wäre diese Frage am Anfang gleich naheliegend, hausverstandsmäßig. Alles nicht geschehen. Holladrian, im Ministerium fällt im Kabinett der Beschluss, Behördenfunk neu, ganz egal, ob die Bundesländer mit tun oder nicht. So, inzwischen, nach diesen mindestens 11, 12 Jahren, sind wir so weit, dass fast alle Bundesländer sich beteiligen. Es fehlen noch 2, nach meinem Gedächtnis, der Herr Präsident wird das vielleicht korrigieren, aber es ist die Finanzierung ein Vielfaches von dem, was man ursprünglich bei Beginn des Projektes angenommen hat. Und darin liegt ja sozusagen der Hauptproblemkreis, dass ein Ministerium sich entschließt für ein neues System, ohne sich klar zu sein, ohne sich klar zu werden, ohne zu genau nachzufragen, wie viel der ganze Projektumfang eigentlich finanziell ausmacht. Und dann wird knapp im Ministerium budgetiert und real sind die technischen Aufwendungen, sind die organisatorischen Notwendigkeiten, aber in einem Finanzumfang, der ein Vielfaches ausmacht von dem, womit man ursprünglich gerechnet hat. Und dazu kommen dann noch Wechsel des Anbieters, weg von Adonis hin zu Tetron, weg von einem Konsortium, wo Siemens beteiligt war, hin zu einem Konsortium, wo also Motorola und Alcatel wesentlich sind, auch die Telekom. Und das alles kostet und kostet und kostet. Ne? Und die Ministerin, jetzt war es ja, glaube ich, schon die 4. Innenministerin, die mit dem Projekt betraut ist, Frau Ministerin Faeckter, Sie waren ja auch einmal sozusagen Amtsträgerin des Adonis- oder Tetron-Projektes. Sie können da eine spezielle Leidensgeschichte vielleicht erzählen. Ne? Bitte, die jetzige Innenministerin hat ja dann auch gesagt, es sind Mängel aufgetreten, man bemüht sich jetzt im Ministerium, nur das ist am Ende sozusagen des Projekts, statt dass man am Anfang gleich das ordentlich aufgesetzt hätte, wie es fachsprachlich heißt. Und anfangs war ja der Herr Minister Strasser, war sein Kabinett am Werk und da ging vieles in die falsche Richtung, dass wir jetzt mit hohen Steuergeldern dann ausgleichen müssen. Und ich bin dem Rechnungshof dankbar, dass er sehr schnell kontrollierte. Ich bin dankbar für den zweiten Bericht. Nur wir haben beide ein Problem, Herr Präsident und ich. Wenn wir am Werk sind, hier ist ja die Milch schon vergossen.
wie schaffe ich es, begleitende Kontrolle zu etablieren bei sehr, sehr wichtigen Projekten, weil ich bin ja dafür, dass es einen Behördenfunk gibt, der funktioniert und Leben rettet. Ne? Aber wie schaffe ich es, von vornherein durch begleitende Kontrolle dafür zu sorgen, dass diese Vorfälle sich nicht wiederholen, dass Projekte von vornherein ordentlich budgetiert werden, ordentlich technisch durchgedacht werden, ordentlich organisatorisch, föderalistisch mit den Bundesländern abgesprochen werden. Und da sage ich wieder, das ist Aufgabe von uns Abgeordneten. Woanders kann es ja nicht gehen, die begleitende Kontrolle und die rechtzeitige Diskussion. Und wir Grüne haben uns am Anfang schon eingeschaltet mit kontrollierenden Fragen, wie schaut es aus mit dem Behördenfunk? Nur wir sind ja nicht ernst genommen worden. Das ist ja das Problem. Und deswegen zum Schluss noch mein Appell, Sie haben ja verschiedene andere Projekte vor, meine Herren Mehrheitsabgeordneten. Reden Sie rechtzeitig mit der Opposition, beziehungsweise binden Sie uns ein, weil wir haben Informationen. Wir haben Informationen, was falsch läuft. Ne? Wir haben Informationen, wo bereits vielleicht irgendwas Freundal-Wirtschaftsmäßiges in Gang ist. Aber meistens schlagen unsere Warnungen in den Wind, drehen praktisch sozusagen unsere Hilfe, SOS-Rufe dann ab und ignorieren das. Und bitte steigen Sie vom hohen Ross der Regierungsparteien, begeben Sie sich in die normale Abgeordnetenkontrollarbeit. Dann wiederholt sich sowas wie Detron nicht. Das ist wieder mal ein Appell und ich werde nicht müde. Dankeschön. Die Finanzierung des digitalen Behördenfunks kostet ein Vielfaches von den ursprünglich geplanten Ausgaben, kritisiert Gabriela Moser von den Grünen, und ihren Appell haben Sie ja soeben gehört.